So. Das kann dahin. Und das kann alles weg. Na, hier. Willst du etwas kaufen? Verkaufen. Weg, weg, weg. Spezialitäten. Nö, nicht interessant. Wie geht's? Wie geht's? Verkaufen. Spezialitäten. Nö. Nicht interessant. Aber allein die Tatsache, dass die Ausrüstung, die man hier kaufen kann, so schlecht ist, denke ich mal, dass das hier eine sehr einfache Gegend ist. Oh, hallo. So. Und jetzt machen wir uns daran, die ganzen Häuser abzuklappern. Fangen wir am besten gleich hier vorne an. Hellseherin, nö. So, hier kommen die Magierschulen. Wasser. Verzaubern haben wir. Giftnebel brauchen wir nicht. Erwachen haben wir. Wasserwandeln. Haben wir nicht. Wird gekauft. Eisstrahl. Giftnebel. Nö. Das. Du kennst den Spruch Wasserwandeln bereits. Ups. Ernsthaft? Okay. Können wir wieder beim Kinkedezidenter verkaufen. Bevor ich jetzt noch was Falsches kaufe. Luftmagie? Was fehlt da noch? Alles, fast. Luft. Die Magie des Magisches Auge haben wir, Elektroschock haben wir, Funkenflug, Schutz vor Elektrizität, das brauchen wir. Federfall brauchen wir. Blitzstrahl. 1-8 pro Fähigkeitspunkt. Ja, den brauchen wir auch. Und Schild. Brauchen wir auch. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Bitteschön. Du bist Erde? Nee, Feuer. Eile haben wir. Feuerball. 1-6 Schaden plus ein pro Fähigkeitspunkt. Das soll wohl ein Übersetzungsfehler sein. 8 Punkte. 1100. Ja, den kaufe ich mal. Sonst noch etwas? Feuerring? Nee. So. Wir brauchen noch einen Expertenlehrer für Luft. Das wäre echt schick. Oh, hallo. Meister der Meditation. Charisma 30. Ja. Charisma 42. Hast aber keine 7 Punkte in Meditation. Ne? Ja. Du auch nicht, du auch nicht. Aber du könntest auch nicht und du könntest auch nicht. Ah, da werden wir uns magische Hilfe suchen müssen. Das da zum Beispiel und das da sind schon mal plus 17. Dann wären wir auf 32. Wir brauchen 30, ja, das geht schon mal. Also brauchen wir echt nur ein, zwei Stufenanstiege, um Meditation auf 7 zu bringen. Ja, guti. Schön, dass du da bist. Meister der Wassermagie. Stufe 12. Autsch. Das dauert echt noch. Wie geht's? Meister der Luftmagie. Wie geht's? Meister der Feuermagie. Braucht alles immer 12, ne? Ja gut, das dauert noch eine ganze Ecke. Was haben wir hier? Silberhelm Vorposten. Okay. Hier ist dir nicht wohl. Ja, ich denke, wir werden auch gleich angegriffen. Au. Ah, aber sehr gut machbar. Ja, scheint eine gute Entscheidung gewesen sein, hierher zu kommen. Weiße Flüssigkeit, das war Glück. Also, wenn die jetzt alle so einfach sind wie der kleine Wachraum da vorne. Also, wow, okay. Ich hätte nichts sagen sollen. Einfach nichts sagen. Du heil sie. Ich glaube, da ist gerade einer umgekippt eben. An der Ecke. Jo, das ist ein gelber Punkt.
Ja, doch. Doch. Es war gerade ein wenig viel auf einmal. Aber wenn man ein bisschen aufpasst, dann klappt das. Oh. Ja, ein bisschen mehr aufpassen vielleicht. Du heil dich. So, bring die doofen Mönche um. Rückzug. Ja, gleich kaputt. Okay, wir sind auch gleich kaputt, aber mehr. Komm. Das wollte ich nicht. Schnell weg. Ich wollte eigentlich jetzt schlafen. Das ist nicht ganz richtig. Eigentlich wollte ich erstmal raus. Und mich nicht verdammt nochmal von jeder Kleinigkeit ablenken lassen. Also wir wissen, wir können da gut kämpfen. Jetzt wollen wir aber erstmal die Stadt zu Ende erkunden. Kräuter. Kaufst du etwas oder siehst du dich nur um? Kann sie gerade nicht. Okay, so. Haben wir schon einen Stufenanstieg? Ja, haben wir. Wir sollten erstmal zur Taverne. Hier am Hafen, hm? Nein? Fragezeichen? Das wäre eine ganz schön komische Stadt, wenn keine Taverne am Hafen ist. Haus? Du Landnecke. Was? Achso, da. Sehr schön. Wollte schon sagen. So, Zimmer haben wir. Trainieren. Stufenanstieg. 7 war das in Meditation. 7? Du brauchst einen Hufeisen. 7? Du brauchst auch einen Hufeisen. Das geht sich echt gut auf. So. Jetzt zum Meditationslehrer. Und dann wird der Handschuh und der Ring rumgereicht. Dass alle Meister werden können. Und dann dürften wir pleite sein. Weil das kostet pro Meisterrang ja nochmal eben 4000 Gold. Er müsste sehr viel bewirken. Schön, dass du da bist. Nicht hier. Wo war der? Wie geht's? Hier. Oh. 2500, nicht 4000. Okay, dann sind wir doch nicht pleite. Dann kriegst du das und du das. Das und das. Schön. Das wird sich auch wundern, was die Frauen dafür komische Sachen machen. So und so und schön, dass du da bist. Okay. Du auch. Das zurück. Ring zurück. So. Und die meisten Damen waren auf volle Zauberpunkte. Das heißt, den Abstand, den sie jetzt haben nach da oben, haben sie allein durch den Aufstufung, durch die Aufstufung von Experte auf Meister bekommen. Na, ist okay. Hat sie definitiv gelohnt und wird später noch viel mehr, wenn sie ihre anderen Stufen bekommen. Also so wie Gerugon vom Ritter zum Kavalleristen aufgestiegen ist zum Beispiel. Das brauchen wir für anderen Klassen ja alle auch noch. Also für Priester, Zauberer und Schütze. Mit ein Grund, warum wir auch hier sind, ist ja schließlich die Stadt der Magier. Hallo. Du Landnecke kennen wir schon. Reparatur. Experte, oh. Endlich. Wo ist der Meister? Dann solltest du erstmal Ryan Treacle sprechen. Er ist der Beste. Er kann sicher überredet werden, dir zu helfen, diese Fähigkeit zu meistern. Er sollte sich in der Nähe von Burg Stone aufhalten. Okay. Hallo, wie geht's? Sie Räuberlager. Oh, und Experte in Lederrüstung. Ja, wollen wir werden. Okay. Sehr schön, kann sie jetzt schneller zaubern. Geschlossen. Die haben zu. Was fehlt dir? Ich werde es dir beibringen. Und ihr könnt nichts mehr wirklich lernen. Oh, Gegner. Oh. Lang ist es her.
besiegen. So. Gib ihm. So, da haben wir noch einen Leuchtturm, aber ich will erstmal hier gucken. Großes Schloss, das wird ein Ratsmitglied sein. Halt, wer ist da? Lord Albert Newton, der oberste Hexer von Enros. Seine Hoheit Albert Newton, Marquis von Mist und oberster Hexer von Enroth. Okay. Hexenmeister. Ich bin der Magikus, der für das Training und die Beförderung von Hexern zuständig ist. Trotz ihrer Macht stellen die Hexer noch nicht den Gipfel der Elementarmagier dar. Hexenmeister führen das Wissen und das Können eines Hexers auf die nächste Stufe. Sie haben mehr magisches Potenzial als die Hexer und verdienen größeren Respekt. Dir dieses Training zu verdienen, wird allerdings nicht einfach. Finde die magische Quelle, trinke daraus und kehre dann zurück. Wenn dir das gelingt, werde ich dich nach den Künsten der Hexenmeister unterweisen. Frage nicht nach Hinweisen. Ich habe schon vergessen, wo die Quelle ist. Ich weiß, dass das keine leichte Aufgabe ist, aber wenn sie einfach wäre, dann wäre ja schon jeder Hexer ein Hexenmeister. Nee. Das ist nicht nett. Was haben wir hier? Ich habe manchmal ernsthafte Probleme, mich an Dinge zu erinnern, die ich gelernt habe. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich weiß, wie man das Problem umgehen kann. Ich werde einen Spiegel erschaffen, der mich zurück in die Zeit blicken lässt, damit ich mich daran erinnere, was ich vergessen habe. Ja, genial. Ich brauche dafür eine Sanduhr der Muße, aber meine Pflicht und meine Forschung erlauben mir nicht, selbst danach zu suchen. Die Sanduhr soll in einer dunklen Höhe nahe... Hält einen Moment inne? Nein, das war das Spiel der Dunkelheit. Wo ist die Sanduhr? Daran sollte ich mich wirklich erinnern. Natürlich. Sie liegt vergraben in einem alten Fort, südlich von hier. Ich kann dir meine Unterstützung im Rat anbieten, wenn du mir hilfst, den Spiegel herzustellen. Südlich von hier? Das wäre dann... Schmugglerbucht. Da war der Tempel der Sonne? Na gut. Das lief nicht ganz so wie erwartet. Aber was soll's. Du, da. Den Leuchtturm noch und auf der anderen Seite ist auch noch ein Leuchtturm. Und dann wären wir hier mit den Gebäuden erstmal durch. Ein Pirat. Nö, danke. Oh, wir könnten vielleicht die Passanten fragen, ob sie irgendwas wissen über diesen Brunnen der Magier. Hey! Betteln? Lord von Mist. Der mächtigste Zauberer des Landes. Nö. Hey! Ausrottung, Wasserwesen, nein. Hallo! Hallo! Schmugglerbucht. Nö, Zeit der Wunder. Vor der Stille war die Zeit der Wunder. Magische Werkzeuge taten all die harte Arbeit. Ich wünschte, ich hätte eines, das meine Arbeit erledigt. Ja, nee. Hallo. Lord von Mist. Hallo. Der will nicht mit uns reden. Hallo. Gonzales Ramirez. Hallo. Conan? Diese Axt ist der Traum jedes Helden. Sie ist verzaubert und soll Drachen und Dämonen erschlagen, was sie auch leidlich tut. Unglücklicherweise finden ihre Besitzer mehr solcher Kreaturen, als gut für sie wäre. Ja, das dauert noch, bis wir Drachen und Dämonen einfach so töten können. Aber umhören scheint es nicht zu bringen. Wir werden einfach durch Zufall drüber stolpern, denke ich. Haus. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Oh, Suchauftrag. Anhänger von Bar und eine Bande von Taschendieben haben Mist von den nördlichen Inseln aus überfallen. Sie kamen durch einen Teleporter im Nordwesten der Insel. Ich aktiviere den Teleporter, sodass du auf ihre Insel gelangen und sie loswerden kannst. Ich bin sicher, dass sie alle gestohlenen Sachen noch auf diesen Inseln haben und du kannst mit dem Teleporter zurückkommen. Ich darf jetzt Diebe töten und plündern und krieg dafür noch Gold. Das klingt echt gut. Nördlicher Teil der Insel. Das ist bei dem Schloss da hinten gewesen. Da flitzen wir doch sofort mal hin. Und unsere Goldreserven sind doch ein wenig angeschlagen von den ganzen Expertenrängen. Da hinten war das Schloss.
Oh, da ist wieder so ein... Genau, so ein Altar. Was bist du für ein Altar? Intellekt. Ja, das macht Sinn. Also Mist, Intellekt. Mist, Intellekt. Das werde ich mir gleich aufschreiben müssen. Und wo ist hier ein Teleport? Ich sehe keinen Teleporter. Ah, da hinter dem Schloss sieht unser magisches Auge was. Genau. Ja, jetzt speichere ich aber erstmal ab. Mist, Intellekt, Mist, Intellekt, Mist, Intellekt. Jetzt speichere ich erstmal ab und in der nächsten Folge springen wir da rein und schnappen uns die Taschendiebe. Also bis gleich.